Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video. Heute habe ich was Besonderes für euch. Und zwar, ihr habt wahrscheinlich in den letzten Videos, ich glaube jetzt sogar nur in dem letzten Video hier auf YouTube gemerkt, dass mein Setup so ein klein bisschen anders aussieht. Und ich habe hier einiges vor und auf Instagram hat man schon ein klein bisschen mehr von dem ganzen Thema gesehen. Ich habe mir 4 Setups ausgedacht. 4 Setups, die auf bestimmte Dinge in meinen YouTube-Videos abzielen, die speziell darauf ausgelegt sind. Und die möchte ich euch heute mal zeigen. Grund dafür war ganz einfach, ich wurde gefragt. Jemand hat mich angeschrieben, hat gesagt, hey, sieht ganz cool aus, was du hier so Neues gemacht hast. Willst du es nicht mal zeigen? Willst du nicht mal Inspiration geben, damit andere Leute vielleicht auch bessere Videos oder bessere Fotos machen können? Und das ist eigentlich mein Job hier, oder? Ja, also, machen wir es doch einfach mal. Das ist genau das, worum es heute hier geht. Wir sind auch schon in meinem ersten Setup. Das erste Setup ist hier, um Dinge zu zeigen. Es geht nicht unbedingt um einen Rechner, der steht jetzt einfach mal repräsentativ da, weil das hier auch mein normaler Schreibtisch ist. Den kann man aber noch so ein Stück zurückschieben oder sowas. Und dann kann ich hier, ja, Dinge vielleicht reviewen, Dinge vielleicht zeigen, einfach mal, um was physisch demonstrieren zu können. Folgendermaßen. Wenn ich euch zeigen möchte, wie man eine Ronin aufbaut, dann ist das kein Problem. Da steht sie. Perfekt. Darum soll es in dem Video jetzt eigentlich nicht gehen. Aber auch andere Sachen. Keine Ahnung, ich vergleiche mal ein paar Mikrofone, ich zeige mal, wie man irgendwas zusammenbaut, wie man Objektiv reinigt oder sowas in der Richtung. Dafür ist dieses Setup hier richtig gut. Kombiniert mit beispielsweise einem Overhead-Shot, dass man hier von oben drauf filmt. Ich habe hier noch keine passende Halterung für, aber das kommt wahrscheinlich noch in nächster Zeit. Aber das ist schon mal Nummer 1. Wenn ich jetzt Bilder bearbeiten möchte und das zeigen will, dann funktioniert es aus der Perspektive nicht ganz so gut. Ich würde die ganze Zeit hier sitzen und ja, einfach in den Rechner reinreden und dann seht ihr mich ja gar nicht. Das wirkt ja auch ein bisschen komisch, so ein bisschen anteilnahmslos. Das zeige ich gleich vorher. Ich wollte die ganzen Setups sehr, sehr einfach halten. Ich wollte es mir so einfach machen wie möglich, das alles umzubauen. Das werdet ihr sehen. Ihr werdet sehen, dass der Hintergrund sich zwar verändert, aber dass die ganzen Lampen immer an der gleichen Stelle stehen oder zumindest mal fast an der gleichen Stelle. Ich will einfach nur hergehen, will ein Stativ greifen können, will das hier hinstellen und die Kamera aufbauen und das Ganze läuft einfach. Deswegen steht hier eine große Videolampe, die so eingestellt ist wie immer bei mir, dass sie gerade so nicht ins Bild ragt. Und ja, auch der Background und alles Mögliche ist einfach gehalten. Ihr habt mich ja schon in vielen Videos gesehen und teilweise waren die Videos im Hintergrund sehr komplex, teilweise sehr ablenkend und ich wollte das deutlich minimalistischer gestalten. Ich bin eigentlich ein minimalistischer Typ. Ich mag es, wenn ja alles clean ist und nicht alles zu dekoriert ist bis zum geht nicht mehr. Deswegen passt das ganz gut. Aber wir gehen mal zu Setup Nummer 2. Gerade wenn es um das Thema Bildschirmaufnahme geht, ist es ganz gut, wenn man, ja, ich mag das, wenn man den Menschen, der mit einem redet, auch sieht. Deswegen habe ich das Setup gewählt. Das Setup ist auch sehr gut, um beispielsweise Livestreams zu machen, um beispielsweise auch herzugehen, Twitch, YouTube, Bildbearbeitungstutorials oder sowas in die Richtung zu nehmen. Und ja, es passt richtig, richtig super zusammen. Also gerade auch für Zoom-Meetings, gerade für irgendwelche Kundentelefonate, die ja aktuell ja, stattfinden müssen, auf diese Art. Man kann sich nicht persönlich treffen, deswegen nutze ich dieses Setup, um ja, in Zoom-Meetings einfach so ein klein bisschen professioneller auszusehen. Der einzige Nachteil daran ist natürlich, dass ich in die Kamera schaue und die anderen Leute hier auf dem Monitor sind. Das heißt, ich muss immer hier rüber schauen und das ist so ein klein bisschen ungünstig, wenn ich mich mit den Leuten dann so unterhalte. Sieht es meist ein bisschen eigenartig aus, aber primär war es ja eigentlich für Twitch und für YouTube gedacht. Von daher ist es so eine schöne Kombination. Auch hier kann ich hergehen und ein bisschen was verändern. Beispielsweise das Mikrofon vorne dran setzen, dann klingt das Video auch ein klein bisschen besser. Sieht jetzt nicht ganz so super aus, wenn man hier so ein riesen Mikrofon vorne dran hat, aber ich finde, mich stört es nicht. Und es geht eher um die Tonqualität, als jetzt herzugehen und hier super Setup zu haben. Das stecke ich dann einfach in den Rechner und dann kann der Rechner sowohl Bildschirmaufnahme machen, als auch das Kamerasignal übertragen, als auch das Tonsignal übertragen, alles beisammen. Hier habe ich tatsächlich jetzt die gleiche Lampe, wie die ich von der anderen Richtung stehen hatte. Also wir haben uns ja einfach um 90 Grad hier gedreht. Da habe ich einen super Tipp zu. Und zwar viele haben mir schon geschrieben und haben gefragt, so, ah, ne, ich habe die jetzt auch gekauft, aber es sieht irgendwie nicht so aus, wie du das gemacht hast. Ganz einfach.
Bitte geht her und holt diese Lampe so nah wie möglich an euch ran. Ich mache das auch, ich kann die hier tatsächlich berühren. Sie ist genau so, dass sie gerade so nicht auf dem Bild ist. Das heißt, wenn ich die jetzt hier so ein paar Zentimeter vorziehen würde, Moment, hier, da sieht man schon, da ist die Lampe, die ist quasi direkt neben der Kamera. Empfehle ich deswegen, weil es ist eine sehr große Lichtquelle, es macht ein schönes, weiches Licht. Guckt auch, dass es von der Seite kommt, weil, hat zwei Vorteile. Erstens mal ist das Gesicht dann kontrastreicher ausgeleuchtet. Ihr habt eine helle Seite und eine dunkle Seite, das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Und der Vorteil ist, ihr habt den Hintergrund deutlich dunkler. Wenn ich die Lampe jetzt so aufstellen würde, dass sie genau von vorne käme, würde sie natürlich auch hinter mir alles beleuchten. Mein Hintergrund wäre viel heller. Der Hintergrund ist aktuell sehr dunkel. Das variiert immer so ein klein bisschen, je nachdem, wie viel Licht gerade von draußen kommt, wie hell es draußen gerade ist. Ich habe hier ein riesen Fenster, was mega von Vorteil ist. Also ich könnte das auch mit natürlichem Licht drehen, aber ich möchte das konsistent halten und habe deswegen eine Lampe mit reingenommen. Einfach damit, wenn die Sonne untergeht. Aktuell ist das irgendwie um 5. Wenn ich dann aufhöre, Videos zu drehen, komme ich nicht mehr hinterher. Von daher passt das so ganz gut eigentlich zusammen. Hintergrund ist absichtlich ein bisschen weiter weg, denn je weiter der Hintergrund von mir weg ist, umso unschärfer wird er und auch umso dunkler wird er. Schöner Vorteil, beachtet das, wenn ihr euch direkt an den Hintergrund dran setzt, habt eine riesen Lampe vor euch stehen, ist natürlich klar, dass der Hintergrund fast genauso hell ist wie ihr selber und so hebt man sich so ein klein bisschen besser ab. Im Hintergrund hier habe ich jetzt noch zwei Hu-Lampen, Philips Hu-Lampen, die man nochmal von der Farbe und von der Helligkeit her einstellen kann. Dazu komme ich aber gleich. Vorher vielleicht noch ein ganz cooler Nebeneffekt, den man hier noch ebenfalls mit drin hat. Du kannst auch hergehen und kannst dieses Setup für Instagram-Livestreams, für Instagram-Stories nutzen. Nutze ich sehr gerne. Hierfür habe ich mir sogar speziell ein Stativ angeschafft, beziehungsweise so eine Handyhalterung. Das ist von ganz gutem Vorteil. Kann ich einfach hier herstellen. So, spann das Handy drauf. Das Problem an den Gorilla-Pods, die halten nie so wirklich. So. Und kann eben auch ein Instagram-Video machen. Für ein Smartphone sieht das jetzt mega genial aus. Ist einfach nur hingestellt, einfach nur in dem aktuellen Lichtsetup. Und das Lichtsetup hier ist nicht mega teuer. Ich habe euch die Lampe unten drunter verlinkt, ja. Aber ihr braucht eigentlich nur ein großes Licht, eine große Lichtquelle und dann sieht man schon auch auf dem Smartphone deutlich, deutlich besser aus. Mit so ein paar Tipps funktioniert es ganz gut. Setup hier ist jetzt speziell für Instagram, für Twitch, für Bildbearbeitung, für YouTube. Also alles, was mit Livestreams zu tun hat, beziehungsweise halt auch alles, was in Kombination mit einer Bildschirmaufnahme abläuft. Problem an der Sache ist, ich habe da jetzt ein 35mm Objektiv drauf. Ich könnte weitwinkliger gehen und eben auch noch hier den Schreibtisch mit draufbringen und noch ein bisschen mehr von der Umgebung mit draufbringen. Aber man kriegt dann teilweise, das ist so ein bisschen die Herausforderung bei manchen Videosetups, man kriegt teilweise eben auch Dinge mit aufs Bild, die man vielleicht nicht mit drauf haben möchte. Es wird dann einfach irgendwann zu weit, deswegen mag ich diesen übertrieben weitwinkligen Look gar nicht. Auch das da drüben waren 24mm, das sind 35mm. Ich habe euch das bei den Videos immer eingeblendet, was da in dem Moment wo, wie mit drin ist. Und wenn man das mit einer offenen Blende kombiniert, muss ja gar nicht so extrem sein. Ich habe jetzt, glaube ich, was habe ich eingestellt? 2, Blende 2. Funktioniert super. Gut, dann, bevor wir jetzt hinten an die Wand gehen, die ich jetzt komplett neu gemacht habe, zeige ich euch erstmal Setup Nummer 3. So. Jetzt sind wir in Setup Nummer 3. Das ist quasi aufgebaut wie das erste da vorne, nur mit dem Unterschied, dass ich halt hier keinen Rechner vor mir stehen habe. Das hier ist speziell dafür, wenn es um Themen geht, wo man keinen Computer braucht. Gerade Fotografie, einfach Diskussionsthemen, so ein bisschen über irgendwelche Dinge sprechen. Da habt ihr auch das letzte Video gesehen, oder die letzten Videos, die man alle hier aufgenommen. Ich finde es so ein bisschen offener, sauberer, es steht nichts im Weg rum und es gefällt mir eigentlich so ganz gut. Wie habe ich das hier aufgebaut? Ähnlich wie die anderen. Ich habe quasi das Licht hier genommen, das brauche ich dann einfach nur von der Ecke hier vorschieben. Kabel ist lang genug. Habe hier einen speziellen Tisch, den ich hier öfters mal rumschiebe und mal schaue, wo ich den denn genau hinstellen kann, damit ich ihn eben im Video so drinstehen habe. Ist nicht ganz so einfach, dass der immer gerade ist. Wird er wahrscheinlich auch nicht immer sein, aber ist nicht so wichtig.
Wichtig ist ja eher darum, was vermittle ich, was erzähle ich euch so und was kann ich euch zeigen. Lampe steht auch wieder ein bisschen weiter rechts. Ich sage immer so 30 Grad, 40 Grad rechts, 30, 40 Grad nach oben. Passt, perfekt. Jetzt das Interessante, was eigentlich ja, das Beste an dem Video ist, wie ich finde, der Hintergrund. Der Hintergrund ist ja, eine Kombination aus einer Equipmentwand und Lampen, die man steuern kann. Also alles nicht gesponsert natürlich. Ich habe mir die selber gekauft, weil ich mir dachte, ja, das ist doch mal ein ganz cooler Effekt, wenn man eben in einem Video hergehen kann. Ich habe das schon länger. Und ja, beispielsweise die Farben anpassen. Ich könnte jetzt sagen, ich habe das alles so ein klein bisschen jetzt magenta-blau gehalten, könnte aber auch problemlos hergehen und sagen, wir machen die eine ein bisschen mehr gelb und die andere einfach lila. Hätten wir einen komplett anderen Farblook in dem Video und das kann ich einfach hier mit meinem Handy steuern. Ich muss nicht mal aufstehen. Von daher, ganz coole Sache. Einmal im Übrigen ein LED-Streifen, der hinter das Kallax geklebt ist und einmal eine Lampe, die hier neben auf dem Sofa steht, weil es nicht ganz ins Setup reingepasst hat. Schade finde ich, das habe ich im Nachhinein erst festgestellt, dass die Bilder tatsächlich ein kleines bisschen zu hoch an der Wand hängen. Aber wenn man hier durch den Raum gehen würde und die Bilder hängen so, dass sie ins Video reinpassen, dann hängen die ein bisschen tief. Es wirkt nicht ganz so cool und deswegen hängen sie vielleicht ein kleines bisschen zu hoch für die Videos. Aber es geht ja eher darum, dass man was sieht. Und dass sie, ja, ich wollte jetzt sagen, dass sie nicht angeschnitten sind, aber das sind sie in dem Video blöderweise. Ja, nicht so wichtig. Gut, viel wichtiger ist, warum eine Equipmentwand? Diese Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Zuerst einmal, sie sieht natürlich mega cool aus. Zum zweiten Mal ist es sehr, sehr einfach, wenn ich Equipment brauche. Ich muss mir keine Gedanken um irgendwas machen. Ich kann einfach hergehen und kann sagen, hier, keine Ahnung, wir brauchen ein Mikrofon. Ich habe ein Mikrofon. Einfach. Es ist alles sehr organisiert. Es ist alles sehr organisiert und ich brauche eigentlich nur zuzugreifen. Das Einzige, was ich nicht daran gehangen habe, waren solche Sachen wie Kameras und Objektive, weil das ist zwar relativ stabil, aber ich traue der ganzen Geschichte dann doch nicht so. Die sind immer noch an ihrem alten Platz. Der alte Platz war hier. Schön organisierte Schubladen, so wie das eigentlich sein sollte, wo die Kameras eben drin liegen, wenn sie eben da sind und nicht irgendwo gebraucht werden, wie jetzt beispielsweise hier, Objektiv oder sowas in der Art, dann ist das an einem anderen Ort und ja, es sieht cool aus. Im Übrigen, das empfehle ich tatsächlich jedem Fotografen, macht euch etwas Ähnliches. Es muss jetzt nicht gerade an der Wand hängen und so ein bisschen angeberisch aussehen, aber guckt mal, dass ihr Organisation in euer Equipment reinbekommt. Ich bin tatsächlich jemand, ich habe sehr viel Kabel und das, es sammelt sich halt einiges an und da braucht man auf jeden Fall ein System dahinter, sonst findet man später irgendwann nie wieder irgendwas. So, mein System, relativ einfach. Ich zeige euch das jetzt hier gerade mal kurz so. Erstmal so ein paar Deko-Geschichten noch. Mein Nass-System, wo die ganzen Bilder drauf liegen, liegt auch hier hinten. Das Wichtigste, was ich so greifen muss, ist alles an der Wand. Da fehlen jetzt noch zwei Stative, weil ich habe gerade gefilmt. Viel wichtiger ist eigentlich, was hier unten alles ist. Beispielsweise hier Akkus und Speicher. Da sind dann halt die ganzen Akkus und da die Speicherkarten drin oder sowas in der Art. Kann man alles schön organisieren. Auch so, keine Ahnung, hier Kabel, USB, Audio, Video. Da sind dann HDMI-Kabel drin und sowas in der Art. Das sieht noch ein bisschen chaotisch aus. Muss ich mal schauen, ob ich da irgendwann noch ein anderes System mit reinbekomme. Auch hier die Drohne drin, da ist der Ton drin und sowas in der Art. Und der Rest hier ist eigentlich nur Deko, abgesehen von der Ladestation. Besorgt euch sowas, das ist mega geil. Einfach Akkus rein, laden und wenn sie geladen sind, kommen sie in die Schublade. Das soweit hierzu. Jetzt habe ich ja gesagt, es gibt eigentlich insgesamt 4 Video-Setups. Ich habe euch aber nur 3 gezeigt. Das vierte ist direkt hier. Ich muss nur gucken, dass ich mich jetzt nicht auf den Hund setze, weil hier liegt der Hund. Manu, willst du aufs Video drauf? Das ist dieses Sofa. Normalerweise steht die Lampe da drüben nicht, deswegen ist das hier ein sehr minimalistisches Talksofa. Eventuell kann man hier was mit Gästen machen. Das ist bisher noch nicht vorgekommen, ja, weil durch Corona sind nicht so viele Gäste im Office hier drin. Und man sollte vielleicht auch keine gemeinsamen Videos aufnehmen. Das geht auf anderem Wege. Aber
das hier ist tatsächlich frei von irgendwas. Es soll nur darum gehen, mal sich hinzusetzen, mal über ein gewisses Thema zu sprechen. Und es sieht nochmal ein bisschen anders aus als da vorne auf dem Tisch. Auch kein Kameraequipment hinten dran. Das heißt, es ist nicht mal so fotografisch gemünzt. Finde ich auch eine tolle Möglichkeit. Das sind die 4 Setups. Theoretisch könnte man das jetzt auch noch auf anderem Wege kombinieren, indem man halt irgendwas anderes noch zusammenbaut, irgendwas anderes zusammenstellt, nochmal was umstellt. Aber das sind so die 4. Eine wichtige Sache jetzt noch, das habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Es hängen hier in 2 Ecken, gar nicht in allen, nochmal solche Tondämpfer. Haben wir hier drüben. Die dafür sorgen, dass es hier nicht ganz so extrem hallt. Es hallt zum Teil ein kleines bisschen, was ich aber nicht schlimm finde. Das ist eher so Atmosphäre, aber man sollte so ein klein bisschen darauf achten. Weil dadurch, dass hier halt nicht viel hängt, dadurch, dass hier halt nicht viel ist, hallt es gerne mal. Glatte Wände reflektieren nun mal sehr gut, das ist ein kleines bisschen blöd. Ja, also, das war so grober Rundumschlag, was ich mir bei gedacht habe, was ich aufgebaut habe, wie ich es aufgebaut habe. Vielleicht hat der ein oder andere sich davon inspirieren lassen, vielleicht hat er einen Gedanken bekommen. Und ja, soweit war das mal ein etwas anderes Video, auch um mal ein bisschen was anderes auszuprobieren, auch mal alle Setups auszuprobieren, weil ich nicht immer für jedes Setup ein passendes Themenvideo habe, aber das wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall rauskommen. Okay, das war's soweit von mir. Schön, dass ihr hier dabei geblieben seid. Kommentiert gerne mal unten rein, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder.